Jetzt darf der aber, erfordert 0 Punkt Energie. Ja, die dauert noch eine Weile, bis wir die haben. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Kleine gegossene Kristallplatte und regeneratives Rumpfgewebe. Brauchen können wir beides gebrauchen. Die Gaia-Welt ist leider zu klein, um daraus eine Resort-Welt zu machen. Die müssen mindestens 15 groß sein. Das finde ich bei den Gaia-Planeten, die ich in diesem System finde, immer ein bisschen komisch. Die sind zu klein. Weil eigentlich wäre so eine Welt, wenn man sie halt, also wenn es die einzige Welt ihrer Art ist, wirklich super für sowas. Nur zumindest würde ich das meinen. Ihre Flottenstärke ist überwältigend, ihre wirtschaftliche Macht ist im Vergleich zu unserer überlegen und sie sind uns technologisch ebenbürtig. So, die Mu-Aliens müsste ich erforschen, um zu wissen, wie stark sie sind. Okay, das ist nicht mega dringend. Dann erforsch die, die und die. Prozent. Ich glaube, ich möchte das zweite Habitat auch direkt danach bauen. So, Terrarium. Hulks vivisected. Special project complete. Studium der Wolken. Construction complete. Haben die noch ihren Defensivpakt? Ja, das heißt, wir können ihnen nicht den Krieg erklären, ohne dass die Ägypter und Amazonen uns direkt am Arsch kleben. Ebenbürtig. Ebenbürtig. Also dann müsste ich es schon sehr schnell beenden. Hulks vivisected. Also auf jeden Fall möchte ich das System, das System und das System. Und im Idealfall halt auch... Oh. Ein Schiff, das man bergen könnte. Moment, wo ist denn... Das baut gerade noch. Dann bauen wir eben mal eben. Bauen wir eben mal eben. Warum fehlen für Konstruktions... Was? Warum? Warum fehlen für Konstruktionsschiffe 20 Sozialforschung? Das verstehe ich nicht. Special Project complete. Hä? So, die sind noch zu stark.
Construction complete. Ich würde halt gerne Vasallen aus denen hier machen, aber... Nächste Erklärung. Ihre Ansprüche auf uns. Ja, und deshalb hassen sie uns, weil sie Ansprüche auf uns haben. Das ist so etwas, was ich nicht mag am Spiel. Aber dann ziehe ich auch nochmal Ansprüche. Die zwei können sie von mir aus behalten. Special Project complete. Das kannst du dir holen, dann kannst du wieder zurückfliegen. Und dann ist das Schiff hier hoffentlich auch fertig. Zumindest, es muss nicht zurück, es muss nicht zurückfliegen. Das ist völliger Quatsch. Gegossene Kristallplatten und regeneratives Rumpfgewebe. Regeneratives Rumpfgewebe wäre sehr hilfreich, weil wir dann nicht so abhängig von Schiffswerften sind, um unsere Schiffe zu reparieren. Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, ob ich die anderen Schiffe behalten möchte, also die Nichtkreuzer. Korvetten sind eigentlich auch später gut, aber Zerstörer 200. Kostet knapp 300, die gibt mir 400 und... Ich glaube, so einfach ist die Rechnung leider dann doch nicht. Ah, das ist auch so ein Bug, der neu in 2.2.6 ist. Und zwar können auf Kolonien, die noch gar nicht fertig sind, schon Unruhe-Events kommen. So, passt auf, ihr baut mal eine Gaia-Welt. Nicht eine Gaia. Ihr baut eine Gaia-Welt. Ihr baut ein Kolonieschiff. Damit das die Gaia-Welt sich auch holen kann. Und das Schiff bewegt sich gleich dahin, damit wir dann eine Sternenbasis bauen können. Special Project complete. Verbesserte strukturelle Integrität. Anomaly found. So, mit Legierungen machen wir uns im Moment sehr gut. Thank you.
Situation log updated. Ozean unter dem Eis. Okay, das kannst du dir gleich angucken, wenn du da fertig bist. Damit sind sie in 2 Monaten auch fertig. Dann kann ich nämlich arbeitslose Priki nämlich hier rüber verschieben. Construction complete. Sphere of influence expanded. Star system charted. So, das hat geklappt. Dann umsiedeln nach Terrarium. Arbeitslos. Brauchen neue Konsumgüter. Die hier dürften doch eigentlich auch schon längst wieder Construction complete. Sich halt degradiert haben, weil ich auch extra die Tradition geholt habe, mit der das schneller geht. Baugeschwindigkeit Planeten. Plasmatriebwerk. Umstärke Plattform bringt uns nicht so viel. Gegossene Kristallplatten wären vielleicht. Die hier sind sinnvoll. Plasmatriebwerke. Ich habe nicht genug Einfluss, um direkt mit dem Bau des nächsten Habitats zu beginnen. Construction complete. So, das Habitat ist fertig und ich nenne es. Wo ist es? Wo ist das Handelsschiff? Nicht das Handelsschiff, das Kolonieschiff. Das ist das Handelszentrum. Ich glaube, wir müssen später mit Unterspezies arbeiten, damit das funktioniert. Situation log updated. Vorläuferentdeckung wo? Hier. Alles klar. Schnapp sie dir. Dann können wir uns hoffentlich. Genau, danach hätten wir nämlich Cybrex Alpha. Ich hoffe, dass es irgendwo da spawnt, wo wir auch drankommen. Special project complete. So, das hier ist. Es ist eine Gaia-Welt, also können wir es auch Elysium nennen. Ich sehe, hier ist gar kein Platz mehr für Habitat. Wie sieht's hier aus? Das sieht besser aus. Dann bauen wir hier eins hin. Construction complete. Schade, aber was werden wir machen? Colonization in progress. Mon Kadir, Sablisur. Flottenstärke ist ebenbürtig.
Auch dann noch, wenn ich meine Flotten mal voll ausrüste. Vor allem ist es ja noch inzwischen keine Zenturie mehr, sondern eine Kohorte. So, wie sieht's auf Limes aus? Ihr habt hier einen freien Arbeiter. Kristallminenbergbaudistrikte. So, das ist im Bau. Das hier dauert noch. A vile enemy has declared war on us. Oh toll. Die aus irgendeinem Grund wollen die Terrarium haben. Na, schön. Aber dieses Mal sind wir besser vorbereitet. Die Ägypter sind... Ach nee, sind nur eingeladen. Okay. Oh, das ist vielleicht zu unserem Vorteil. Weil wir uns an die Systeme holen können, die wir noch haben wollten. Ohne, dass die anderen beiden in den Krieg kommen. Construction complete. Oh, Koval ist auch inzwischen... Kann ich in Anspruch stellen. Da mache ich das nämlich. Hier ist nämlich keine Sternenbasis mehr. Das System ist relativ gut und da ist ein Gateway drin. Construction complete. Enemy presence exposed. Wo willst du hin? Limes-System. Ja, da ist eine 10.000er Sternenbasis. Also, mach ruhig, wenn du meinst. Kriegsziel setzen. Ich kann... Das Problem ist, ich kann keine... Nee, ich kann sie nicht auffordern, mein Vasall zu werden. Deswegen, Kriegsziel setzen, Eroberung. Erniedrigung. Enemy presence exposed. Construction complete. Construction complete. Ich hoffe nur, dass Cybrex Alpha irgendwo spawnt, wo die Wikinger nicht drankommen. Construction complete. Limes-System, Limes-System. Construction complete. Viel Spaß. Das wird sehr lustig. Special Project complete. Construction complete. Ach, das ist nicht euer Ernst, oder? Alles klar, wir müssen demnächst in den Krieg ziehen. Und zwar gegen die Asiaten. Es geht nicht anders. Wir brauchen auf jeden Fall Cybrex Alpha. Das hier... Nein, keine Raketenbatterie, bitte. Ich will Geschützbatterie. Ich brauche hier auch keine Besatzungsquartiere. Störsender, Störfeldgenerator und Zielcomputer. Das heißt, nachdem ich hier einen Status Quo raushole, versuche ich mir
die ganzen Systeme hier zu schnappen. Weil ich brauche Cybrex Alpha. Und ich komme da nicht hin. Das ist das Problem. So. Erste Kohorte, zweite Kohorte können hier hin. Wo wollt ihr hin? Oh, sie haben gemerkt, dass das keine gute Idee ist. Okay, die haben sich jetzt verbunden. Also ich werde schon mal nicht gestatten, dass sie die Initiative ergreifen. Ich habe leider weder Sprungantrieb noch, es gibt doch eine Fähigkeit, die Wissenschaftsschiffe haben. Mit der können sie halt unabhängig von Hyperraumlinien in Systeme fliegen. Dafür wäre das halt perfekt gewesen, aber das haben wir halt noch nicht. Kovali-System. Okay, die kommt zu uns. Aber ehrlich gesagt möchte ich ihnen nicht hier begegnen. Enemy presence exposed. Star system charted. Wir haben schon wieder keine Konsumgüter. Handels ab. Pass auf. Handelsdistrikt erzeugt Handelswert und Dienstleistungen. Okay, dann zwei von denen und zwei von denen. Forschungsdistrikt, Freizeitdistrikt. Einigkeit. Dienstleistung, Sozialforschung. Brauchen wir in dem Fall aber nicht. Station under attack. Wo? Wo ist eine Station, die angegriffen wird? Ach ja, viel Spaß. Enemy presence exposed. Keine Befehle. Na gut, dann gehe ich halt einen Angriff über. Elysium. Alter, Elysium ist noch nicht mal fertig und ihr ruft schon nach einer stärkeren Militärpräsenz. Das sagt so viel aus. Handelsangebot. Troja gibt uns Energiecredits. Ja, bitte. Construction complete. Kovali, okay, dann begegnen wir ihnen eben hier. Klasse F-Stern. Aber der setzt keine Schilde außer Gefecht. F zu 45, ja. Drei Schiffe verloren. Wir haben sogar nur ein Schiff hier verloren und... ja. Also das war nicht so eure beste Idee, würde ich behaupten. Flottenstärke, erbärmlich. Vielleicht kann ich sie danach sogar ohne einen Krieg zu Vasallen machen. Thank you.
Aber in dem Fall möchte ich das System auch noch. Weil hier sind Kristalle. Construction complete. Nicht Angriffsversprechen. Ja, mit Troja. Troja ist nicht direkt mein Interesse, also tun wir das einfach. Überlegen, überlegen. Aber zumindest nicht mehr überwältigend. Können wir es hinkriegen, dass sie... Unsere Grenzen sind zu ihnen offen? Aber wir kriegen sie nicht dazu, dass sie ihre Grenzen öffnen, oder? Forschungsabkommen. Dafür müssten die uns erst einmal mögen. Ich werde ihnen garantiert keine Geschenke machen, damit sie uns mögen. Wieso läuft das hier nicht weiter? Ach, weil hier ein Kampf stattfindet. Aus irgendeinem Grund haben die Ägypter... Ach, die haben anscheinend eine Flotte hier reingeschickt. Friedensangebot. Ja, aber erst wenn ich die Systeme habe, die ich haben möchte. Also sind die Ägypter... Ja, die Ägypter sind... Ja, sie sind Teil des Krieges. Sphere of Influence expanded. War declared. Dark Tribe hat Troja den Krieg erklärt. Ich finde es immer noch faszinierend, dass Troja dieses Comeback hinbekommen hat. So, ihr fliegt schon mal voraus. Ich würde die auch zu gerne erniedrigen. Fordert unbesetzte Systeme. Man hat unbesetzte Planeten. Wo fordere ich denn hier einen Planeten? Munkadir. Haben die hier eine Kolonie? Seit wann? Munkadir, Sabli. Okay, also aus irgendeinem Grund haben sie hier eine Kolonie. Und da auch. Ja, dann holen wir uns die eben. Dann haben wir auch ein paar Wikinger in unserem Reich. Das ist nicht so schlimm. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Rom, ja, das kann ich gleich ändern. 10? Ach, weil die, ja, weil die alle raus, ja. Aber, das kann ich, wie gesagt, das kann ich ändern. Ich verkaufe mal gerade ein paar Legierungen. Dann habe ich das Geld und dann kann ich die alle aufs Handelszentrum verlegen. Ablehnen. Ablehnen, stopp. Ich möchte hier keinen... Ich möchte auch keinen Gebäudebauplatz verlieren. Dann machen wir daraus nämlich das. Dann haben wir hier nicht 10. Dann können wir, das heißt, wir haben auch nicht mehr den... Nicht mehr das Problem, dass... Dass dort Bevölkerung langsamer wächst. Da bauen wir ein Kolonieschiff. Und dann bauen wir einmal hier und... Einmal 1, 2, 3, 4. Construction complete. Munkadir, die sind uns unterlegen.
Amazonen, okay. Ja, hier geht es jetzt weiter. Sizilia, warum? Dann machen wir hier eben mal ein... Ach, die haben auch gar keine Annehmlichkeiten, ne? Ach, die stellen sich schon wieder an. Annehmlich einmal das hier und einmal Kulturministerium, weil das keine Rohstoffe kostet. Die Sternbasis können wir danach... Die können wir nicht aufgeben. Die hier könnte man danach aufgeben und hierhin verlegen. Hier, warum sind die immer noch... Merken die vielleicht langsam mal, dass es für sie hier keine Arbeit gibt? Knappheit, Konsumgüter, ja. Ist ja okay. Zum Glück haben wir inzwischen relativ viele Legierungen. Erweitern wir eben unsere Flotte noch ein bisschen. Eiserne Faust. Ja, toll. Das ist zwar nicht schlecht, aber nicht unbedingt das erste.